Die Biomedizin ist unglaublich wichtig, hat unglaublich große Fortschritte gemacht und kann uns enorm helfen, gerade bei bestimmten, auch schweren Erkrankungen. In dieser Entwicklung dieses Paradigmas, gerade weil es so erfolgreich war, hat man natürlich lange Zeit dann nicht mehr rechts und links geschaut und dabei übersieht man dann auch bestimmte Dinge. Und ich glaube, es geht darum zu verstehen, dass das, was Biomedizin machen kann und auch leistet, dass das eins ist, dass das durchaus erfolgreich ist, dass wir das weiterverfolgen müssen, dass wir aber nicht vergessen dürfen, dass der Mensch ein bisschen mehr ist als nur ein körperliches Wesen, sondern er ist eben auch immer ein soziales Wesen. Er ist ein psychisches, vielleicht sogar ein seelisches Wesen, wenn man so weit gehen mag. Und dazu gehören dann auch diese anderen Ebenen, die in dem, was wir holistische Medizin oder Ganzheitsmedizin nennen, eher berücksichtigt werden. Dazu gehört immer zu erkennen, der Mensch wird nicht alleine krank, sondern er wird in einem bestimmten System krank. Er wird auch nicht alleine gesund, sondern in einem bestimmten System, System jetzt nicht als Gesellschaftssystem verstanden, sondern als Familie, als das, was ihn umgibt. Und der Mensch, so wie er lebt, lebt natürlich auch mit bestimmten Gefühlen, Emotionen, Gedanken. Das heißt, in seiner Welt, die er sich natürlich so konstruiert, wie das aufgrund seiner Situation auch entsprechend ganz vernünftig erscheint. Und hier wäre es eigentlich schade, wenn man im Prozess der Gesundung, der Heilung eines Menschen nur auf der biologischen Ebene etwas machen würde und diese beiden anderen Ebenen vernachlässigen würde, weil dort eben auch wiederum ein ganz großes Potenzial besteht. Und interessanterweise ist ja eine Richtung, auch in der modernen Medizin, die sogenannte Psychoneuroimmunologie, gerade an dieser Schnittstelle tätig, wo wirklich aufgezeigt werden kann, dass diese vielen biologischen Teilsysteme, die wir relativ gut kennen, wiederum untereinander interagieren. Und hier bin ich natürlich wieder bei meinem Thema der Kommunikation. Auch da wird kommuniziert. Ja, in der antiken Heilkunst gehörten Heilkunst und Redekunst untrennbar zueinander, waren also miteinander verbunden. Und am schönsten hat es ja Hippokrates in seinem Dreisatz ausgedrückt: zuerst das Wort, dann die Arznei und wenn das auch nicht hilft, das Messer. In der Reihenfolge. Heute ist es ja eigentlich genau andersrum, hat man manchmal den Eindruck, zuerst das Messer, wenn das nicht hilft, gibt es auch ein bisschen vielleicht noch Arzneimittel und wenn die auch nicht mehr helfen, dann ab zum Psychotherapeuten oder zum Psychiater. Das ist eine Entwicklung, die in der Medizin eigentlich erst so seit circa 150 Jahren zu beobachten ist. Und zwar mit der Hinwendung der Heilkunde zu den Naturwissenschaften, zu einem ganz neuen Menschenbild, in der der Mensch nicht als komplexes Wesen von Körper, Geist und Seele verstanden wird, sondern eigentlich im Sinne einer Maschine behandelt wird, wo man dann, wenn etwas defekt ist, reparieren kann, Ersatzteile austauschen kann, etc. etc. Kommunikation ist natürlich so etwas Verbindendes. Jeder kann kommunizieren und jeder meint auch zu wissen, wie das geht. Aber wenn wir dann wirklich schauen, was da in der Kommunikation passiert, dann sieht man genau, dass jeder Mensch sich in kommunikativen Situationen anders verhält. Kulturen verhalten sich entsprechend kulturspezifisch. Und darum habe ich das auch so ausgedrückt, dass eigentlich Kommunikation so wie ein Fingerabdruck eines Menschen ist. Wie kann man jetzt in der Medizin, und das ist ja wahrscheinlich die Frage, trotzdem andere lehren, mit Kommunikation therapeutisch zu wirken? Und da ist eigentlich das Zauberwort das Wort Passung, Passungsherstellung. Passungsherstellung heißt, dass der Therapeut und der Patient miteinander in eine Situation treten, die wir Resonanz nennen, dass Resonanz stattfinden kann. Und zu dieser Passung gehört jetzt aber nicht nur, dass beide sich treffen, sondern zu dieser Passung gehört auch, dass das Heilmittel, was ausgewählt wird, sei es ein Arzneimittel, sei es ein chirurgischer Eingriff, sei es eine psychotherapeutische Intervention, dass das auch zu beiden passt. Dass also der Heiler oder der Arzt, der Therapeut wirklich ein positives Verhältnis zu diesem Wirkmittel hat.
Ja, in der Medizin oder immer dann, wenn es um Heilung geht, kann man das gar nicht voneinander trennen. Was ist sozusagen der Bereich der Fakten, der Informationen und was ist dann eher der Bereich des Narrativen, was noch drumherum eine Rolle spielt? Und vielleicht kann ich das an einem Beispiel mal erklären und an einem Beispiel aus einem Bereich der Medizin, wo es um eine sehr schwere Erkrankung geht, um Parkinson. Ja? Martin André hat gerade ein Buch publiziert, es heißt Placebo-Effekte. Martin André ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler, aber, und das wird jetzt vielleicht doch etwas erstaunen, er ist im Hauptberuf Vizepräsident der Firma Henkel. Und zwar ist er dort der Chef für Marketing. Das heißt, er ist überhaupt kein Mediziner, hat aber trotzdem ein Buch geschrieben über Placebo-Effekte, 500 Seiten, sehr überzeugend, sehr gut recherchiert, was das ist. Und jetzt könnte man die Frage stellen, warum beschäftigt sich ein Marketingchef mit Placebo-Effekten? Er hat einen Begriff und dieser Begriff hat mich fasziniert, den nennt er die Bedeutungs- und Informationswirkung. Das heißt, eine Information kann eine Wirkung haben, in gleicher Weise wie ein pharmakologisches Produkt. Das heißt, es kann etwas toxisch werden. Wir sprechen dann von sogenannten Nocebo-Effekten, ja. Oder es kann eben etwas, wo überhaupt kein Wirkstoff in pharmakologischer Hinsicht vorhanden sein, eine heilsame Wirkung haben. Und das hat er am Beispiel einer Studie von 2014 für Parkinson mal dargelegt, wo es nicht um pharmakologische Produkte geht, wo man ja immer diese Placebo-Kontrolle macht, sondern wo es um eine Operation geht, einen chirurgischen Eingriff am Gehirn, wo die Stellen, die für das Zittern verantwortlich sind, moduliert werden. Diese Operation ist sehr erfolgreich, bis eben eines Tages mal ein internationales Team darauf kam, machen wir doch da mal eine Placebo-Kontrolle, machen wir doch mal eine Scheinoperation. Und ich glaube, man kann sich da schon denken, wie das ausgegangen ist. Es ist 2014 publiziert worden. Natürlich, würde ich jetzt sagen, hat auch die Gruppe, die dann nur scheinoperiert worden ist, den gleichen Effekt, also einen sehr stabilen Effekt, sodass man sagen könnte, ähnlich wie es bei den ursprünglichen Studien 2001, 2002 war, wo es um Kniearthrose ging, dass eben auch Scheinoperationen durchaus, wenn ein entsprechendes Narrativ dahinter ist, ja, und wenn die Beteiligten damit bedeutungswirksam umgehen, dass wir diese intendierten Wirkungen auch erzielen. Bei dieser Geschichte der Parkinson-Patienten gibt es jetzt aber kein gutes Ende. Das muss ich zugeben, weil das Ende war derart, dass nach 6 Monaten dieses Forschungskollektiv die Patienten darüber aufklären musste, ob sie zur Placebo-Gruppe oder zur Verum-Gruppe gehörten. Und nach der Aufklärung, 1 oder 2 Tage später, hat sich bei der Placebo-Gruppe alles, was sich an positiven Effekten eingestellt hat, wieder aufgelöst. Und das ist das, was dieser Martin André als Bedeutungs- oder Informationswirkung darstellt. Das heißt, eine Information, auch wenn es wirklich nur eine bloße Information ist, hat auf uns als Menschen eine Wirkung. Und wenn wir etwas, wenn wir einer Intervention oder irgendetwas, vielleicht einem Gespräch, eine große Bedeutung geben, dann hat das auch eine Wirkung. Und das ist wahrscheinlich biomedizinisch das eigentlich Schwere, was es zu verstehen gilt, dass wir positive, aber auch negative Wirkungen auf die Gesundheit von Menschen haben können, natürlich durch biologisch wirksame Stoffe, Interventionen, aber dass wir auch Wirkung haben, beziehungsweise Wirkung aus diesem biologischen Bereich verstärken oder abschwächen können, durch das, was Kommunikation macht. Und nicht nur in Form von Rhetorik, sondern Kommunikation ist ja bisweilen auch so etwas wie Schweigen oder einfach Zuwendung ausdrücken, präsent sein, jemandem vielleicht die Hand einmal reichen, ja, gar nichts sagen. Für mich ist also auch Schweigen nichts anderes als Fortsetzung der Kommunikation mit anderen Mitteln. Ja, das Wichtigste in der Kommunikation ist es, dass man überhaupt erstmal versteht, dass wir nicht nur mit Wörtern kommunizieren, sondern dass wir mit unserem ganzen Körper kommunizieren. Und da sind wir sowohl bei dem, was man paraverbal, aber auch nonverbal nennt. Nonverbal, das kennt jeder. Wir haben Mimik,
wir haben Gestik, wir bewegen uns im Raum, wir berühren eine andere Person. Das ist natürlich alles von großer Bedeutung und wir sollten das in einer bestimmten Art und Weise auch bewusst tun und uns da nicht irgendwelchen Dingen aussetzen, die uns dazu treiben, das eine oder andere zu tun oder nicht zu tun. Das heißt, hier würde ich von Achtsamkeit in der Kommunikation sprechen, dass ich natürlich achtsam bin in der Wahl meiner Worte, der verbale Kanal, dass ich achtsam bin in der Zuwendung zu einem anderen Menschen, eben wirklich in die Augen schaue, wenn das in der Kultur entsprechend auch so erwünscht ist. Ja, auch da müssen wir natürlich differenzieren, dass ich eine Körperberührung nicht nur anbiete, sondern vielleicht auch annehme, wenn das in dem entsprechenden Kontext adäquat ist. Und schließlich, das Paraverbale ist wahrscheinlich das, was am schwierigsten ist, weil wir es überhaupt nicht kontrollieren können. Ja? Wir wissen zum Beispiel jetzt rein anatomisch, dass der Vagus, also dieser vagabundierende Nerv in unserem Körper, dass der ja vom Kehlkopf aus direkt mit dem Herzen verbunden ist. Das heißt, all das, was im Herzen passiert, teilt sich über diesen rekurrenten Laryngeus direkt den Stimmbändern mit, sodass das, was ich im Herzen fühle, spüre, über die Stimmbänder ausgedrückt wird, ohne dass ich es kontrollieren kann. Darum ist es wahrscheinlich ja auch so einfach mit Wörtern, mit Sprache mal die Unwahrheit zu sagen, um nicht zu sagen zu lügen. Ja. Über die Stimme können wir es aber nicht. Die Stimme verrät uns immer. Ja. Und darum ist es eben auch so wichtig, dass man irgendwie authentisch bleibt. Ja. Und dass man, wenn man zum Beispiel, was Informationen betrifft, wenn man dem Patienten Informationen gibt, die vielleicht ganz klar aussagen, ihre Chancen, noch länger als 3 Monate zu überleben, sind gering, ja, dass ich das dann auch mit der Stimme entsprechend begleiten muss, um vielleicht wieder einen therapeutischen Effekt zu erzielen. Ja. Ich möchte es an einem konkreten Beispiel auch mal deutlich machen. Das ist wirklich aus der medizinischen Praxis, ist auch nicht übertrieben. Wenn ich zum Beispiel in der Diagnosestellung, eine Infausto-Prognose, dem Patienten mitteilen muss, dass er nicht nur einen gefährlichen Tumor hat, sondern bei allem Stand der Forschung durch Datenbanken man davon ausgehen kann, dass er nicht länger als 3 Monate leben kann und dass 90% eben vergleichbarer Fälle nicht diese 3 Monate überleben. Dann ist es ja biomedizinisch erstmal ein Fakt. Ja? Das ist Abrufen von Datenbanken. Jetzt ist aber die Frage, wie präsentiere ich diese Information verbal, nonverbal und paraverbal? Ich kann das Ganze natürlich auch umdrehen und kann sagen, auch in Ihrem Fall, Sie wissen, die Prognose ist nicht wirklich gut. Ja? Das ist ein sehr ernstzunehmender Tumor. Aber auch in diesem Fall könnte ich Ihnen jetzt sagen, statistisch sieht das so und so aus, aber vielleicht möchten Sie gar nicht unter Statistik subsumiert werden, sondern möchten eher hören, dass ich eben auch 10% von Patienten hatte, wo ich weiß, dass es anders ausgegangen ist und ich weiß, was wir zusammen gemacht haben. Ich bin für Sie da, ich begleite Sie bis zum Schluss, was immer auch kommt. Ich glaube, da spürt man direkt, was da mit einem passiert. Ja? Wenn man gesagt bekommt, 3 Monate, 90% sind bis dahin dann tot und ich kann nichts mehr für Sie tun, lassen Sie sich die Adresse eines Hospizes geben, ja, und melden Sie sich dort. Das lässt überhaupt keine Hoffnung mehr zu. Und es lässt wahrscheinlich auch noch nicht mal so etwas wie Sinn in dieser verbleibenden Zeit zu. Das andere aber, wenn ich eben anbiete, ich bin für Sie da, ja. Ich weiß auch aus eigenen Erfahrungen, was man zusätzlich noch machen kann, ja. Und vielleicht ist das ja das, wiederum diese Bedeutungswirkung, diese Informationswirkung, die dazu führt, dass jemand zu den 10% gehört und nicht zu den 90%. Ja, hier wäre es, glaube ich, ganz falsch, jetzt so stereotyp zu sagen, Menschen aus den Niederlanden oder aus Belgien, weil diese Länder in Mitteleuropa liegen, sind jetzt moderner, aufgeklärter und glauben eher an Statistik. Menschen aus Afrika sind eher noch in so
magischen Konzepten verankert und möchten dann vielleicht auf der Ebene nochmal einen Impuls haben. Wenn man so vorgehen würde, würde man eigentlich diesem ersten Gebot der Kommunikation nicht gerecht, ja, dass man eine Passung nur in einem konkreten Fall herstellen kann. Es kann nämlich auch sein, dass dieser Mensch aus Afrika jemand ist, der nur naturwissenschaftlich sich definiert und auch seinen Körper so versteht als ja, so eine Art Maschine, die repariert werden kann. Und jemand aus den Niederlanden ja, für Mystik, für Magie unglaublich offen ist. Ja. Das heißt, das ist wichtig, dass der Arzt im Gespräch das erstmal herausfindet und dass er unabhängig auch von dem, woran er jetzt glaubt, dass er das als Ressource unterstützt, was beim Patienten wirklich da ist. Und selbst eine magische Orientierung kann eine wichtige Ressource sein, die der Arzt jetzt nicht zerstören sollte, indem er dann sagt, oh, wissen Sie, das sind doch alles nur Ammenmärchen, ja. Sie können natürlich dran glauben, aber helfen wir jetzt Ihnen nicht, ja. Sie werden trotzdem nicht länger als 3 Monate leben und machen sich da bloß mal keine Hoffnung. Das wäre nicht nur ein Nocebo-Effekt, sondern das wäre wahrscheinlich doch sogar auch juristisch betrachtet Körperverletzung. Der Begriff der Wirklichkeitskonstruktion ist in der Anwendung in der Medizin nicht so ganz einfach, weil man in der Medizin natürlich davon ausgeht, dass alles irgendwo objektiv ist, dass zum Beispiel, wenn man etwas messen kann, das, was man misst, auch eine Aussage zulässt auf den Zustand eines Systems oder in dem Falle eines Menschen. Und vielleicht ist ja das große Problem in der Medizin, dass man sogar zu viel misst. Und einige Mediziner drücken das auch ziemlich salopp aus. Die sagen auch, wer viel misst, misst viel Mist. Das heißt, wenn wir etwas messen können, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich auch über den Zustand eines Subjektes etwas aussagt. Und Einstein hat das ja auch mal sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, alles, was zählt, ist zählbar, aber nicht alles, was zählbar ist, zählt. Beziehungsweise man kann es ja noch auf die Spitze treiben. Wenn ich zum Beispiel als Patient überhaupt nicht weiß, was Blutdruck ist oder wie bestimmte Blutwerte aussehen sollen und dann sagt mir jemand, sie weichen aber unglaublich stark ab von dem, was sein soll, dann bin ich natürlich in meiner Aufmerksamkeit sofort fokussiert, da ist etwas, was nicht richtig ist, was nicht passt, was nicht sein darf. Und ich glaube, dass durch diese Fokussierung dann eigentlich sogar pathologische Effekte entstehen können. Und umgekehrt, wenn ich zum Beispiel in meiner Wirklichkeitskonstruktion jetzt auf der sprachlichen Ebene mal etwas mache, was so aussieht, dass ich einem Patienten, der durchaus auf der pathologischen Ebene nosologisch betrachtet eine Krankheit oder Ähnliches hat, ja, wo ich das diagnostizieren kann, wenn ich dem die Krankheit nenne und sage, Sie haben das und das, ja, setzt das natürlich einen Prozess in Gang. Ja. Ich bin krank, das ist jetzt wieder ein Narrativ, ich bin krank, ich weiche ab von etwas, ich bin nicht so, wie ich sein soll. Wenn ich krank bin, brauche ich einen Arzt, der kann bestimmte Interventionen machen und ich kann wieder repariert werden. Das wäre so ein ganz einfaches Narrativ der modernen und durchaus erfolgreichen Medizin. Es kann aber auch anders ausgehen. Der Arzt könnte ja auch sagen, Sie sind in einer temporären Passungsstörung. Und diese temporäre Passungsstörung rührt vielleicht daher, und darüber müssen wir jetzt mal sprechen, vielleicht ist in Ihrem Leben gerade etwas nicht in Ordnung. Vielleicht ist der Rhythmus in Ihrem Leben für Sie nicht gut, geht einiges zu schnell, ja. Haben Sie Probleme? Wie ist das so in diesem gesamten psychosozialen Bereich? Und dann würde ich Krankheit auch als etwas ganz anderes sehen, nicht nur rein biologisch, sondern wirklich auch biopsychosozial, dass Krankheit sinnvolle Reaktion sein kann auf etwas im Leben, was mir nur sagen möchte, pass auf, da stimmt etwas nicht,
ändere etwas in deinem Leben. Und deshalb wäre dieser Begriff dieser temporären Passungsstörung vielleicht für einen bestimmten Menschen in seiner Wirklichkeitskonstruktion viel hilfreicher als die zuschreibende Diagnose. Sie haben jetzt Atherosklerose und mit einem Index in der und der Höhe. Und das sieht jetzt gar nicht gut aus. Sie können sich denken, dass Sie da nicht länger als 2 Jahre noch mit rumrennen können. Ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Sie sind eine lebende Zeitbombe. Ja, vielleicht zum Schluss noch ein wichtiger Punkt, wo Biomedizin und Ganzheitsmedizin sich wirklich unterscheiden. In der Biomedizin arbeiten wir immer so, dass wir auch Leitlinien entwickeln wollen. In dem, was wir in der sprechenden Medizin, in der Kommunikation machen, wird es nie Leitlinien geben. Leitlinien in der Kommunikation müsste man eigentlich auch nicht mit T, sondern mit D schreiben, weil die würden Leid verursachen, weil Menschen dann einfach so behandelt würden, als ob sie alle gleich sind. In Wirklichkeit geht es aber in der Kommunikation darum, immer wieder sich auf andere Menschen einzustellen, Passungen herzustellen. Und darum kann es eben solche Leitlinien nicht geben. Darum kann es auch keine Techniken oder Methoden geben, auch nicht in der Gesprächsführung, sondern Kommunikation muss immer dialogisch sein. Und diese dialogische Fähigkeit setzt vor allem voraus, dass ich in dieser Beziehung vom Ich zum Du den anderen als ganzen Menschen wahrnehme. Ja, in der Kommunikation geht es immer darum, dass der andere, in dem Falle jetzt der Patient, fühlt, dass ich ihm zuhöre. Dass er fühlt, dass ich nicht nur hinhöre, sondern wirklich zuhöre, dass ich ganz bei ihm bin, dass ich ihn vielleicht sogar verstehe, dass ich verstehe, worum es geht. Und um das zu erreichen, ist es manchmal ganz wichtig, dass man in diesem Zuhören sogar aktiv zuhört. Das ist ja ein Begriff von Carl Rogers aus der Gesprächspsychotherapie. Und Rogers meinte damit, dass ich dann auch Signale gebe, zum Beispiel, ja, aha, ach, da haben Sie sich dann gar nicht gut gefühlt, ja. Und der andere fühlt sich dann nicht nur ermutigt, weiterzureden, sondern vielleicht noch andere Informationen zu geben, die bisher noch keine Rolle gespielt haben. Und was eben auch wichtig ist, ich kann durch dieses aktive Zuhören dann auch den Patienten dazu bringen, dass er sozusagen auch ressourcenorientiert noch einmal nachdenkt. Dass ich zum Beispiel dann durch ganz kleine Fragen denke, aha, ja, wenn das damals, ja, das haben Sie ja anscheinend wunderbar gelöst, ja, können Sie sich vorstellen, dass das jetzt vielleicht auch möglich ist, ja. Aha, Sie haben da ja auch durchaus Freunde um sich, ja, die spielen ja wohl eine große Rolle, ja, die geben Ihnen Mut, ja. Aha, Sie haben da etwas, wo Sie sagen, dafür lohnt es sich doch noch zu leben und auch ein bisschen vielleicht zu kämpfen. Das sind so keine Techniken der Gesprächsführung, sondern die kann man nur einsetzen, wenn man es wirklich empathisch macht. Und darüber hatten wir ja schon gesprochen. Empathisch kann ich das nur auch realisieren, wenn es vom Herzen kommt, also wenn von meinem Herzen zum Kehlkopf, zu den Stimmbändern dieses entsprechende Signal kommt und der Patient auch wirklich merkt, dieser Arzt hört mir nicht nur zu, sondern er hört mir empathisch zu.